Schachmatt? Tatsächlich. Im Moment stecke ich nur Niederlagen ein. Ja, willst du noch eins? Ich muss leider ablehnen. In einer halben Stunde habe ich ein Rendezvous. Schön für dich. Ja, ich hole mir meinen Kick wieder mal mit einem Long-Distance-Call vom Urs. Es haben schon wieder bessere Zeiten. Mach dir keine Gedanken. Du lebst deine Theorie von wegen Gefühl und Libido trennen? Ja, ich versuch's. Aber Theorie und Praxis sind oft zwei Paar Schuhe. Nein, Moment, kein Problem. Was ist denn das? Ist doch erst halb acht. Dann hat sie anscheinend nicht mehr warten. Das ist wahrscheinlich der Beste. Easy, ich mach mich sowieso mal auf den Weg. Na, weißt du heute ein bisschen mehr über deine sexuellen Fantasien? Ich soll euch mitteilen, dass die noch im Moment ohne Gesellschaft sind. Ach, wieso hat er vielleicht Verspätung? Nein, es ist eine Frau. Darf ich euch ein Apéro bringen? Ja, gern, Campari Soda. Gern. Merci. Frau Kost. Ja. Schneller gegangen als angekündigt. Dafür kann man es aber auch bringen. Was machst du denn hier? Jetzt soll ich eigentlich dich wieder fragen. Ich habe mit Michael abgemacht. Ich auch. Ich. Alles klar. Er hat das arrangiert, hm? Mensch. Pass doch zu ihm. Wahrscheinlich will er, dass wir uns aussprechen. Schaut's eigentlich noch. Lass doch, ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Wir sind doch nicht seine Marionette. Rimi Piatti. Du bist so anders. Ja, das wurde ja wohl auch Zeit, oder? Man kann sich doch nicht von einem Tag auf den anderen so verändern. Man nicht, aber ich schon. Okay, und was bezweckst du mit dem? Ich habe bis jetzt völlig falsch gehandelt. Das ist mir jetzt klar geworden und das ist alles. Dolci. Gehst du mit ins Nest? Das ist doch egal, oder? Nein, das ist es nicht. Auf jeden Fall wäre ich doof, wenn ich es nicht täte. Findest du nicht? Bist du auf einmal geldgierig geworden, oder was? Es geht um viel mehr als um Geld. Können wir jetzt bitte mal das Thema wechseln? Nein, das können wir nicht. Was willst du denn vom Frick, wenn nicht sein Geld? Bist du verliebt? Thomas, Liebe. Hallo, Michael. Weisst du ja, im Balthasar mit der Sabina. Nein, es ist niemand zu Hause. Morgen Mittag. Okay, bis dann. Tschüss. Sabina! Du! Und? Wie ist es gesehen? Habt ihr ein gutes Gespräch gehabt? Was fällt dir eigentlich ein, so über mich zu verfügen? Ich habe Welle, dass es weiß. Da gibt es gar nichts zu wissen. Ich mag das nicht und ich kann solche Dinge durchaus für mich selber klären. Danke. Selbstverständlich. Es ist nur, ich mag den Thomas und ich mag dich. Und ich will, dass es zwischen uns drei Transparenz gibt. Transparenz? Heuchler. Aber alles wirst du ihm wohl hoffentlich trotzdem nicht erzählen. Nein. Und? Und was? Du willst doch nicht sagen, du bist einfach so zum Spaß vorbeigekommen. Warum nicht? Weil ich was anderes spüre. Es gibt da nur ein kleines Hindernis. Sag's, die Rums ist am Werk. Du bist verheiratet. Ich glaub's ja nicht. Warum nicht? Stimmt doch, oder? Natürlich stimmt's. Der Ton ist doch völlig irrelevant. Wenn du das sagst. Ich weiß, was du willst. Ah ja. Dass ich Katrin fertig mache. Und ich mache sie fertig, wenn du es willst. Oh, danke, das ist lieb von dir, aber die mache ich schon alleine fertig. Und was ist mit alles ist möglich? Wie bereit dir meine intimste Fantasie jetzt verraten? Alles zu seiner Zeit. Hast du Hunger? Ja. Ich auch. Gehen wir was essen. Moment, bitte. Findest du gut, dass du da gehörst?
Ist doch fein, findest du nicht? Doch, doch, das war's. Was sind denn das für Sorgen wegen der Sabine? Ich weiß es auch nicht. Es ist einfach in einer schwierigen Situation im Moment. Wegen dem schmeißt sie sich am ersten noch mal ein. Ja, genau. Oder so ähnlich. Ich glaube nicht, Sabine weiss, was sie macht. Mal eben, ich hoffe es. Wie war sie denn früher? Anders. Das ist noch schwierig zu sagen. Ist sie eher der konservative Typ? Sabine? Nein, überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Also so im Sinn von klassisch bürgerlichen Wertvorstellungen, so Thema. Hat da jemand Heiratsplan? Da mache ich mir keine Hoffnungen. Mehr so wie man. In dieser Hinsicht bin ich eher Albtraum. Dreimal verheiratet, zweimal geschieden. Jawohl. Also an dem Punkt könnte man schon vorstellen, dass sie eher traditionelle Ansichten hat. Ah, doch? Mhm. Erwartet ihr jemanden? Nein, liegt nicht du, Adi. Nein. Ursula, wart. Komm, wir gehen schnell in die Küche. Police. Habis, die wissen doch gar nicht, dass ihr da sind. Hallo? Es ist niemand hier. Josephine. Willi. Amy. Jetzt sind wir aber echt verschrocken. Sie haben schon gemeint, sie die Polizei. Oh, sorry, das nächste Mal leuten wir an, bevor wir kommen. Ach, das ist doch eine Verfolgung. Meinst du Verfolgungswahn? Ja, genau. Wir haben gute Nachrichten. Und die können wir brauchen. Heidi hat deine Zivilstandspapiere abgeschickt. Sicher? Mhm. Wow, Thomas, so genial! Ja, dann können wir ja bald heiraten. Und wir? Bei euch bin ich leider noch nicht weiter. Könnt ihr nicht auch heiraten? Das wäre einiges einfacher. Wollt ihr etwas essen? Mhm. Gerne, ja. Na, hoch, ab. Gerne. Selber gemachter Speck. Du, Samuel? Tu veux mariage avec moi? Ah, mariage. Aber sie heiraten will. Ja, dann werden wir dann natürlich. Was meinst du, wie lange dauert es jetzt noch mit der Bewilligung? Bei dir ist es easy. Sobald die Heiratsdokumente hinterlegt sind, ist die Sache gegessen. Bei euch, chez vous et un peu plus compliqué. Also so etwa in einem Monat sollte es klappen. Was in einem ganzen Monat? Jetzt ruhe dich. Seitdem der Samuel unter dem Becken da sind, kannst du endlich die Beine auskurieren. Ja, ja, als billige Arbeitskräfte hat man die Asylanten noch immer gern gehabt, gell, Rudi? Nein, das stimmt nicht. Du, also, ich kann nicht wollen, dass die im Stall helfen. Also, bei mir kann der Samuel unter dem Becken für immer da bleiben. Toujours rester ici. Si tu le suisse, c'est comme ça. So, am Finger ab der Rösti. In der Schweiz sind Ausländer noch immer anständig behandelt worden. Sogar die Asylanten. Ah, das ist sicher wieder der Pfarrer. Ja, ich lebe mit dem Hunger. Ja, verstehe ich gerne, sicher, ich komme, ja. Schniff, jetzt wird es langsam langweilig. Wir wissen, dass sie hier Illegale versteckt haben. Gehen sie sofort raus, sonst bekommt der Bub gewaltigen Ärger. Ist das nicht der hure Wichser vom Brock-Konzert? Du miese kleine Kläfer, du bist nicht Schmier. Du willst jetzt wieder eine Dusche von mir. Ich kann gerade den Schluch holen, dann müssen wir dann sehen, wie er rüberkommt. Hey, jetzt hauen einfach ab, sonst holen wir Bullen. Wenn die illegal nicht rausgeben, müssen wir sie uns selber holen. Shit! So. Rauskommen! Es hat keinen Sinn. Wir bekommen es an einen Weg. Ich zeig den Typ an. Was hat der das Gefühl? Ich kann mit seiner Privatarmee marschieren. Was machen wir jetzt? Weg mit dem Kopf!
Muss mir die Polizei holen? Mensch! Nicht Police, bitte! Dann werden wir alle ausgeschafft. Ach Gott, habt ihr eine bessere Idee? Gut, das geht wirklich nicht, das ist viel zu riskant. Seit in der Schweiz werden das Land gut behandelt. Ja, das habe ich auch gemeint! Jetzt kann ich Arschlöcher noch zusammenschlagen. Wir alles gleich! Hey, Willi, spinnst du, hast keine Chance. Du, irgendetwas müssen wir ja machen, oder? Willi, bitte, komm nicht. Für Thomas hat recht. Ich gehe mit ihnen reden. Nein. Einer alten Frau machen die doch nicht. Da wäre man also gar nicht sicher. Ich frage, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ach, was, mir passiert doch nicht. Ich rede nicht doch nur ins Gewisse. Du bist da und zwar sofort. Ich weiß doch, was ich mache. Ja, Treuen! Rauskommen! Ich komm jetzt raus! Lass dich zuerst mal mit mir reden! Ja, raus da! Ah! Oh, shit! Jetzt kann das nicht sein! Was ist passiert? Holt die Bahn zu! Schnell! Mon Dieu! Aua! Also ich rufe jetzt die Polizei an, wenn wir wetten oder nicht. Nein, Jesus Gott. Bist verrückt, dann wird doch alles so schlimmer. Und wenn ihr euch versteckt? Was? Und wenn sie uns findet? Ich habe Angst, ich glaube nicht, dass es gut kommt. Wir haben keine andere Wahl, es wird langsam zu gefährlich. Gibt es nicht noch ein anderes Versteck? Ja, höchstens in der Schuhe. Auf dem Heuboden? Ja. Komm, nein. Bleib sitzen, bist du gut. Es ist ja nur ein Platz. Platzwunde. Verbrecher packen da. Umbringen, wenn sie dich will. Umbringen. Komm, ich rufe jetzt die Polizei an. Fertig. Demi hat furchtbar Angst. Josephine versucht sie zu beruhigen. Oh mein Gott, warum kommen die denn nicht? Jetzt haben wir doch angerufen. Nein, es ist aber genug Spuren, Gott verdiene sie. Nein, Rudi, nein! Hau es ab, wir sind aus hier! Nicht! Die Polizei ist da, die Luft ist rein. Gott sei Dank, kommen die endlich. Da sind sie. Ah, Toni, das ist jetzt aber höchste Zeit. Rudi, können wir reinkommen? Ja, haben Sie die Schläger nicht gesehen? Davor nehmen Sie nicht fest. Aha. Wir haben da einen Hinweis, dass Sie illegale Ausländer verstecken. Entweder rücken die jetzt freiwillig raus oder wir müssen das Haus durchsuchen. Also wenn einer von euch nur einen Schritt in das Haus hier macht... Jetzt rennt ihr doch ab! Machst du also noch schlimmer? Ich glaub's gar nicht und die Nazis sollen also, säckeln. Ihr seid doch wirklich kein Dreck besser als ihr Sau hinter uns. Gut ist, schwieg jetzt! Ist doch wahr! Das ist verdammt nochmal ein Härtefall. Sie können doch nicht einfach Mutter von so einem kleinen Kind in den Knast stecken. Härtefall, hä? Da bestimmt dann immer noch mir, was ein Härtefall ist. Nein, eben nicht. Das bestimmt das Gesetz. Wir haben klare Weisungen. Ah ja? Ja, und von wem? Ich sage Ihnen nein. Sobald sie morgen am Haftrichter vorgeführt wird, ist sie wieder draus. Und Sie haben das Verfahren am Hals. Und Ihr Kind da, sollen wir das in ein Heim bringen? Oder haben Sie jemanden, der sich kümmert? Jesus Gott! Das ist also eine Sauerei! Die Kleine bleibt bei uns. Es tut mir leid, aber ich kann es jetzt auch nicht an. Verdammt, der Scheissdreck da! Emi, schon gut, die Mama ist bald wieder zurück, gell? Pass bitte gut auf sie auf. Wir holen dich wieder raus, ich verspreche es. Morgen, wenn du dem Haftrichter vorgeführt wirst. Sie wartet, bis sich die beiden verabschiedet haben. Du hast keine Angst. Die Mama ist bald wieder da. So, was jetzt? Ich komme freiwillig mit. Aber wenn meiner Tochter nur ein Haar geklümmt wird, die Sau sicher die.